Gestatten Jürgen Norbert Klopp, als Spieler nie über die zweite Liga hinausgekommen. In 293 Zweitligapartien erzielte der gebürtige Stuttgarter 44 Tore. Seine Erfolgsgeschichte als Trainer zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Seine Trainerkarriere startet Klopp im Jahr 2001 in Mainz. Drei Jahre später führt er den Klub erstmals in der Vereinsgeschichte ins Fußball-Oberhaus. Ein Erfolg, den Klopp bis heute nicht vergessen hat. The biggest moment of my career was 2004, getting promoted with Mainz 05. Der größte Erfolg meiner Karriere war der Aufstieg mit Mainz 05. Das war der größte Erfolg, ohne Zweifel. Wenn Sie wüssten, wie wenig Geld uns zur Verfügung stand. Keiner braucht uns in der ersten Liga. Das war bisher das Größte. Wenn ich mit Liverpool die Champions League gewinnen sollte, dann denke ich noch einmal darüber nach. Aber bis hierhin ist es der Aufstieg mit Mainz 05. Getting promoted with Mainz. Seine durchaus erfolgreichen 7 Jahre bei Mainz blieben auch bei der Konkurrenz nicht unbeachtet. Und so wechselte Klopp im Jahr 2008 zum damals im grauen Mittelmaß steckenden BVB. Und die Schwarz-Gelben wussten schon damals genau, warum sie Klopp als Trainer holten. Weil er konzeptionell super ist, weil er einen klaren Plan hat und weil er alles das hat, was heute ein Trainer haben muss und vor allen Dingen taktisch absolut überragend ist. Klopp und Dortmund, Erfolgsgeschichte, Klappe die zweite. Wie den Mainzern bleibt der Publikumsliebling auch den Dortmundern 7 Jahre treu. In dieser Zeit revolutioniert er den Fußball, feiert mit den Schwarz-Gelben 2 Meistertitel und gewinnt 2012 sogar zum ersten Mal in der Dortmunder Vereinsgeschichte das Double. Das macht Eindruck bei Fans, Verantwortlichen und Spielern. Wenn man einfach bedenkt, was hier passiert ist, seit Jürgen Klopp Trainer wurde, das ist, ich glaube, das sucht seinesgleichen in Europa auf jeden Fall. Und deswegen ist es auch unglaublich schön, so diesen ganzen Weg mitgegangen zu sein. Doch jeder Weg hat irgendwann ein Ende. 2015 verlässt Klopp den BVB nach 7 emotionalen Jahren Richtung Liverpool. Vielen, vielen Dank für alles und wir sehen uns ganz bestimmt irgendwann. Bis dahin, euer Kloppo. Auch auf der Insel fasst der Deutsche schnell Fuß, spielt sich im Handumdrehen in die Herzen der Fans. In den vergangenen 3 Jahren steht sein Team immer unter den besten 4 Clubs der Premier League. In der abgelaufenen Spielzeit verpasst er die Meisterschaft nur hauchdünn um 1 Pünktchen. Der ganz große Wurf aber fehlt. Das Europa-League-Finale 2016 verloren die Reds mit 1:3 gegen Sevilla. Der bitterste Moment aber mit Sicherheit die Champions-League-Finalniederlage gegen Real Madrid. 2018. Es fühlt sich einfach schlecht an. Es war die beste Reise unseres Lebens, aber wir müssen es eben akzeptieren. Wir wollten alles und haben jetzt nichts. Ein Jahr später steht Klopp und Liverpool erneut im Finale der Königsklasse. Und diesmal wird der lang ersehnte Traum endlich Wirklichkeit. Von Mainz über Dortmund nach Liverpool. Nun ganz oben angekommen in der Trainerriege und auf dem besten Wege in die Fußstapfen der Liverpooler Legenden Bob Paisley und Bill Shankly zu treten. Die Menschen, Fans und sich selbst hat er auf jeden Fall schon mal mehr als glücklich gemacht.